Peace, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und dann sagen wir dir auch mal, ich mache gerade ein Video. Ja, perfekt. Heute mit einem Special Gast. Feuerwehrteam. Ausnahmsweise hier. Ja. Einfach Feuerwehrteam. Der Herr Special Gast ist gerade AFK. Ja. Oh. Guck mal, so zufällig. Einfach beim alten Haus ist jetzt Feuer. Oh, sehr zufällig. Warte auf mich, ich muss jetzt mal wieder zurück. Ja. Siehst du meinen Helm? Nee, doch. Da bin ich. Ja. Ihr seht auch direkt, mit was für einem Special Gast wir das Ganze heute machen. Mit einem Moderator. Ja. Und. Erste. Ja. Und ja, Feuerwehr, weil er das Feuerwehrtraining gemacht hat, wovon das Video vor kurzem kam, wenn ihr es noch angeguckt habt. Guckt es euch an, würde ich mal sagen. Ja, dann sehen wir auch mal, wie so ein ganzer Profi hier am Löschen ist. Aber der Steve ist ja eh ein Profi, wie man im Training gesehen hat. Da ist gefühlt alles schief gelaufen, würde ich mal sagen. So. Oh Gott, hier brennt es ja sehr krank. Ja, auf jeden Fall haben wir hier auch Brand. Wenn ihr irgendwelche, ich mache jetzt einfach das, was er macht, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt bei mir für Feuerwehrteam, weil ich spiele das Team nicht und ich war beim Training gar nicht vorbereitet. Ich kam durch, man hat gesehen, der Steve ist Profi. Ja. So gut wie ich die Mods oder wenn irgendwas brennt kennen, steht nachher Feuer aus, good job. Ja, ich bin da Profi schon drin. Ja. Wie du gesagt hast. Aber das Feuer ist nicht aus. Jetzt ist es aus. Oh. Ja, ich wusste halt, ich bin halt hier Profi. Weil du schon mehrmals es gesehen hast. Zweimal. Um genau zu sein. Ja. Jeder Mod macht das anders oder höher. Ja. Dann lass zurück zur Wache. Jupp. Ja, also da habe ich auch eine Frage, die musst du natürlich nicht beantworten, aber du bist ja auch im Team, also können wir was, und ich kann nicht bremsen, können wir was Großes bei Berlin V3 erwarten? Oder eher was Kleines? Ich darf nichts dazu sagen, tut mir leid. Ich tippe auf jeden Fall was Großes. Ich kann es leider nicht beantworten, aber ja. Auf jeden Fall, ich weiß es und... Es wird nice, auf jeden Fall. Ja, diese Meldung reicht so auch. So eine Sache hat noch kein RP-Server. Da
Da sind wir auf jeden Fall schon mal groß gespannt, würde ich sagen. Jetzt würde ich auch nichts mehr zu diesem Thema reden, weil nicht, dass du dich hier verplapperst und aus dem Team geworfen wirst. Das wollen wir ja alle nicht. Ich kann nicht fahren einfach. Wo bist du gerade? Jetzt hier, um die Ecke fach Du bist gerade jetzt. bei der Einfahrt. Yep. Park gerade ein. Ja, also ich parke jetzt auch erstmal ein. Dann, was wollen wir machen? Warte. Ich soll meinen Ingame-Sound leiser stellen. Ich hab den gerade ganz aus, weil Aus. kein Bock gerade auf den Ich habe ihn Ton. jetzt auch ausgemacht und Ja, ich vielleicht würde noch sagen, ein könnte ich paar dann easy Fragen, die nichts mit Berlin betreffen, fast. ja, Fast. kannst machen. Ja, erste Frage, wie ist es so als Feuerwehrtrainer? Boah, ist stressig, wenn die Leute alles besser wissen als wir und jedes Training viel damit vermasseln, weil sie zu viele Fragen stellen. Die auch überflüssig sind, weil die Fragen, die sind halt in der Trainingsinfokarte mit drin. Zum Beispiel, wie lange dauert das Training? Ja, Wenn diese hab ich Fragen mitbekommen. durchgelesen Das war würden, immer, immer. In jedem dann Trainingwurf hätten war immer, wie die lang geht Trainings das nicht Training? durchlesen. Ja, wenn sie es sich durchlesen würden, dann würde das Training auch keine 2 Stunden dauern. Ja, wegen den ganzen unnötigen Fragen, weil das meiste steht halt wirklich drinne. Und auch ETS, es steht alles drin, aber trotzdem ist immer Kriegen es wieder. manche nicht hin, ja. Aha, ich sehe dich gerade. Läuft. Ich dich nicht. Hilfe. Ah. Ich werde. Hilfe. Muss Hab mich wirklich keine versteckt, du Angst. wirst mich nie Jetzt hier nicht auf dem finden. Rohr. Jetzt hier nicht. Jetzt hier nicht auf dem Rohr rumhüpfen, Alter. Nee, Kollege. So ist das nicht. Ja, sonst habe ich eigentlich keine Fragen. Ja, krankes Fan-Spezial, würde ich mal sagen. Ich weiß ja nicht, was man zum Thema Feuerwehr anreden soll. Gar nichts. Oha, beim Kaufland brennt, die Anlage ist ausgelöst. Was ein Zufall. Du weißt ja nie, ob es da wirklich brennt. Ja. Auch, es kann auch nur der Dönerladen brennen, der ein bisschen zu viel Rauch gemacht hat. Da gehen wir noch davor hin, ne? Weil so ein Feuer ist ja nicht so viel wie ein Döner. Weißt Aber Brandmeldeanlage ist Brandmeldeanlage. Und du? die Ja. reagiert sogar, wenn ich den Finger da reinhalte. Ja, dann machen wir das mal lieber nicht. Mein Auto. Oha, der eine ist ja komplett. Ja, gut. Das war ich mit dem Ach so. Bremsen. Warst du der, wo sich tausendmal gedreht hat, gefühlt und auf dem Kopf war? Oh, hier ist ja gar kein Feuer, wir können wieder abräumen. Aber dann macht die Brandmeldeanlage auf, du schwächst es doch nicht. Ruf mich hier anzubaggern, jetzt bagger ich dich gleich auch mal an. Wieso haben sie eine andere Schere? Ey. Eins versus eins. Ja, 1 versus 1. Brauchen Feuerlöscher. Ja, ich schneide Okay, erstmal Bruder, durch. eins versus eins. Ich hab deinen Kopf weg, Alter. Aber ich hab im Training, ne? Hast du es gesehen? Ich hab dein, beim Quiz ausfüllen, habe ich deinen Bauch einfach mitgenommen und auf den anderen draufgesetzt mit der Schere. Hab so gemacht und dann hab ich so. Perfekt. Nee, Alter, was ist denn hier los? Ich hab doch nur gesagt, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst ist. Mann, Feuer aus. Ich habe keinen Bock mehr auf Feuerwehr, lass mal Bürger und lass so ein bisschen Scheiße rumfahren, damit die uns anhalten. Perfekt, ja. Feuerwehr ist auch. Feuerwehr wird langweilig, wenn ich jedes Mal Einsätze machen muss. Ja. Ich folge dem mal mit dem Mercedes.
AMG C63. Ja, immer, Digga. Ja, ich glaube, das Video geht schon mehr als 10 Minuten. Das Fanspezial wird zu einem Part 2 auch noch, würde ich sagen. Wo wir Burger sind. Habt noch einen schönen Tag, tschö. Mit Kö. Ah doch, Junge.